So, in diesem Video schauen wir uns LUTs an. Wenn du hier in der Colorpage bist, dann gibt es hier oben LUTs. Und du kannst ganz verschiedene LUTs hinzufügen zu deinen Bildern, die einen bestimmten Look und so weiter schon erzeugen. Dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt zwei Arten von LUTs. Also LUTs heißt Lookup Table und du kannst im Prinzip deinen Color Grade, das was du gemacht hast, speichern in einer Datei, die du nachher austauschen kannst, auch mit anderen Plattformen. Das ist nicht nur DaVinci Resolve. Du hast wahrscheinlich auch schon oft gesehen, dass viele Influencer oder andere Fotografen, Videografen ihre LUTs weitergeben oder verkaufen. Wir haben zum Beispiel auch ein LUT Pack hier in der Masterclass, was du verwenden kannst. Das hier sind zum Beispiel mal ein paar von denen aus dem, was du machen kannst. Du kannst also so Orange und LUT drüberlegen und dir das dann angucken. Und was jetzt aber wichtig ist zu wissen ist, LUT ist nicht gleich LUT. Es gibt zum Beispiel LUTs extra fürs Color Correcten. Wenn wir zum Beispiel hier hochgehen, direkt hier LUTs von Blackmagic, also in DaVinci Resolve, da gibt es hier auch einige LUTs, die sind zum Beispiel so wie hier Canon Lock to Cinnamon oder Canon Lock to Rec 709. Das ist quasi ein LUT, was dir hilft beim Color Correcten. Was heißt es? Wir haben uns ja schon über Color Correction unterhalten. Das hier zum Beispiel wäre ein Log-File. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier anwenden würde, dann würde das näher an das rankommen, wie es sein müsste. Warum sieht das jetzt trotzdem noch so komisch aus? Naja, weil ich bei diesem einen Shot völlig unterexposed, also meine Belichtung war viel zu dunkel. Dadurch hilft das jetzt natürlich nicht. Ich müsste jetzt erst Color Correction machen. Und die anderen LUTs, die es gibt, die sind die Color Grading LUTs. Das heißt, die helfen dir, einen bestimmten Look zu erzeugen. Also das Orange und Teal oder bestimmte Farben. Und du musst aber aufpassen, ist dir vielleicht auch schon mal gegangen, falls du mit LUTs gearbeitet hast, nicht jeden LUT kannst du einfach auf jeden Clip draufhauen. Das möchte ich mal kurz erklären. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel in unseren Phoenix-Ordner gehen und jetzt einfach mal die Test-LUTs haben, die ich hier habe. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel ein paar Orange und Teal LUTs. Das sind für Color Grading. Und wenn ich die jetzt aber hier angucke, die sehen einfach nicht gut aus. Also wenn ich die jetzt nehme, warum? Ich ziehe das drauf, es ist nicht gut. Warum? Naja, ganz einfach, wie gerade schon gesagt, ich muss erst, bei solchen LUTs musst du erst das Color Correction machen. Und Color Correction in dem Fall wäre, naja, Nummer 1, das Ding ist im Moment noch im Log Profile. So wie wir hier gelernt haben, das ist noch überhaupt nicht rausgezogen. Das heißt, was ich hier machen würde, ich würde als allererstes den Color Space verändern. Zack. Und das Canon Cinema Gamut auswählen, weil das ist von der Canon Kamera und das ist eine C-Log3, Canon C-Log3. So, jetzt siehst du, es ist trotzdem viel zu dunkel, weil ich zu dunkel exposed habe. Es sind noch ein paar Gründe, warum, aber okay. Das heißt, jetzt würde ich noch einen zweiten Node machen, wo ich einfach mal jetzt die Farben und alles anpasse. Das heißt, jetzt gehe ich hier hin und erhöhe meinen Gain, meine Midtone, meine Shadows, die sind okay, die dürfen hier sein. Gehen wir dahin. Außerdem ist die Farbbalance ein bisschen off, so vielleicht. So, einigermaßen, das muss jetzt nicht perfekt sein. So, jetzt ist das Bild schon viel näher da dran. Man könnte es noch ein bisschen pushen, aber es wäre jetzt noch viel näher dran, wie es eigentlich original sein sollte. Das heißt, jetzt kann ich ein neues Node erzeugen, gehe zu den LUTs. Jetzt schaue ich mir hier zum Beispiel mal diese LUTs an. Also so würde das aussehen, so würde das aussehen, so würde das aussehen. Und wenn wir es jetzt draufladen, dann sieht der LUT nämlich genau so aus. Wir können immer noch die Helligkeit ein bisschen hochdrehen, aber schau dir mal den Unterschied an. Ohne Color Correction denkst du, was ist denn das für ein Kack-LUT? Nein, weil du wissen musst, wann du sie verwendest. Das heißt, wenn du vorher erst deine Color Correction machst und das auch wirklich gut machst, dann kannst du das nehmen und dann kannst du hier drin deine Regler noch verstellen und gucken, dass du aus dem Stil etwas rausholst. Jetzt, was ganz wichtig ist. Dadurch, dass ein LUT ja nicht hier diese Nodes sind, ein LUT sollte hier immer ganz am Ende platziert werden. Weil wenn du ein LUT drauf ziehst, verändert es deine Farben so sehr, dass danach die Farben, ich sag immer so, ruiniert sind. Du kommst dann nicht mehr zurück. Also klar kommst du zurück, du kannst rückgängig machen, aber wenn du es jetzt an die erste Stelle machst, dann bringen dir deine ganzen Regler, die du später machst, nicht mehr so viel, sondern als allerletztes haust du den LUT drauf, um den letzten Schliff rauszunehmen. Vorher arbeitest du mit den Farben, die du in DaVinci und mit dem Originalprofil zur Verfügung hast. So, wie kannst du jetzt deine LUTs eigentlich hinzufügen? So, da gehen wir jetzt in ein Filesystem und DaVinci Resolve erkennt Cube-Files. Das heißt, ich wähle jetzt hier noch zwei der Cube-Files aus und sage kopieren. Dann gehen wir in den DaVinci Resolve Ordner und dann gibt es hier einen Ordner LUT. Da kannst du einfach reingehen. Jetzt kannst du es theoretisch direkt hier schon reinkopieren. Dann tauchen sie in dem ersten Ordner auf. Oder du kannst dir sogar einen eigenen Ordner kreieren und deine LUTs in den Ordner reinkopieren. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den Ordner Phoenix. Das heißt, ich platziere das jetzt mal hier schon rein. 6 und 7 hatten wir noch nicht drin. 1, 2, 3 bis 4 hatten wir schon drin. Okay, das heißt, jetzt gehe ich zurück zu DaVinci Resolve. Scroll hier hoch. Rechtsklick auf den LUT-Ordner und sag Refresh. Und wenn wir jetzt reingehen, Phoenix-Ordner, dann wirst du sehen, da haben wir 1, 2, 3, 4. Ei, da ist jetzt noch Nummer 5, so würde das aussehen. Und Nummer 7, so würde das aussehen. Und wenn ich es draufziehen will, kann ich das einfach auch noch ersetzen. Zack. Und so würde jetzt das mit diesem LUT aussehen. Und wie erzeugst du jetzt deine eigenen LUTs? Weil jetzt haben wir LUTs vielleicht aus dem Internet und so weiter. Jetzt sagen wir mal, du hast irgendwie ein cooles Grade gemacht. Das gefällt dir. Gehen wir mal hier zum Beispiel zurück auf dieses provisorische Orange und Teal, was wir mal gemacht hatten. Stell dir vor, du möchtest das abspeichern. Ja, wir haben schon ein Still erzeugt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier Rechtsklick drauf machst, kannst du nichts mit LUT machen. Wenn du das exportierst,
kommen wir gleich noch, aber wenn du das exportierst, dann exportierst du im Prinzip dieses File, was die DaVinci Notes auch mit abspeichert. So, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, sondern wie machst du jetzt davon einen LUT? Du gehst auf den Clip, Rechtsklick, also länger draufbleiben, und dann findest du hier Generate LUT. Und dann kannst du hier zum Beispiel aus verschiedenen Punkten auswählen. Höchste Qualität hatte es mit den 65 Punkten. Wähle ich hier aus, gehe ich in meinen Download-Ordner zum Beispiel. Oder könnt auch direkt den DaVinci Resolve-Ordner auswählen. Ich mache jetzt mal den Download-Ordner. Gebe dem Ganzen einen Namen. Test, Orange and Teal, Open. So, jetzt ist das Ganze abgespeichert. Und zwar hier unter Downloads bei mir. Da ist das File. Das kann ich jetzt natürlich nehmen und kopieren. Und wieder hier reingehen in DaVinci Resolve oder vergeben, versenden, was auch immer du machen möchtest damit. Wir bringen das jetzt mal hier zurück zu DaVinci Resolve, wieder in den Phoenix-Ordner, dass wir es einfach angucken können. Paste, gleiche Geschichte wieder. Wir gehen hier in den LUT-Ordner, scrollen nach oben, Refresh und jetzt gehen wir nochmal in den Ordner rein, hier Phoenix. So, und jetzt siehst du hier ganz oben Test, Orange und Teal. Oh Gott, sieht das ugly aus. Warum? Naja, weil hier ja schon ganz viel Color Correction drauf ist. Das ist genau der Clip, wo wir das herhaben. Erzeugen wir es also quasi obendrauf nochmal, ist es zweimal kombiniert. Wir müssen uns also das Original mal angucken. Das habe ich hier weiter rechts noch. So, das können wir löschen. So, da ist der Original. Erstellen wir einen neuen Note. Und jetzt, wie würde das aussehen? Hi! Genau so, wie wir es auch abgespeichert haben. Warum? Naja, weil bei dem Clip genau alle Änderungen, die wir gemacht haben, sind hier drin jetzt gespeichert. Und dieser LUT passt perfekt auf das Originalfile wie hier. Das heißt, das wäre jetzt sogar ein LUT, ne, wenn wir es jetzt mal ganz genau nehmen. Das ist nicht nur Color Grading, sondern eigentlich haben wir hier drin jetzt sogar gespeichert Color Correction und Color Grading. Weil wir das alles abgespeichert haben von dem, was wir damals verändert haben. So, was ist aber, jetzt gehen wir mal hier kurz zurück zu dem hier. Da haben wir jetzt ja ein paar Notes drin. Was ist, wenn du jetzt aber genau das abspeichern willst? Wir haben schon drüber gesprochen, hier mit dem Stills. Aber kannst du das auch exportieren? Ja, kannst du. Du kannst hier Rechtsklick drauf machen, Export, kannst es ebenfalls irgendwo hinspeichern. Und das ist dann ein File, was auch wirklich die Notes, und das ist auch nur in DaVinci Resolve dann öffnenbar. Und das speichert auch die ganzen Notes noch mit ab. So, das war ein kurzer Überblick über LUTs. Verwende sie einfach mal, wenn du LUTs schon online irgendwo gefunden hast, kannst du sie so reinziehen, kannst mal ein bisschen damit rumspielen, ganz, ganz wichtig, immer ans Ende und viel Spaß damit.